Okay, Ruhe. Erstmal gucken. Die Zauberer verschwinden. Wenn man sie einmal getötet hat, kommen die offensichtlich nicht wieder. Ich möchte nach unten. Wie komme ich nach unten? Da nicht. Ich drehe das Teil mal. Gut, dann sind wir einerseits hier ganz oben. Okay. Andererseits hier. Da ganz unten war ich schon. Langbogen. So weit kannst du gar nicht schießen. Das ist soweit okay. Aber was bringt es mir, hier auf dieser Etage zu sein? Eine Kiste? Eine Kiste. Mit Funkeltitanit. Auch schön. Aber nicht das, was ich gesucht habe. Ich suche einen Weg nach unten. Von wo muss man kommen? Entweder von draußen oder vielleicht von der anderen Seite? Ja, von der anderen Seite würde funktionieren. Aber dann bin ich. Ja, gut, okay. Nee, ist richtig. Das heißt, jetzt einmal auf die andere Seite. Möglichst noch den Zauberer K.O. schlagen. Trinken. Also irgendwie kann ich Magie nicht so wirklich ab. Geschafft. Trinken. Gut, sind hier noch mehr? Nein. Da geht's nach draußen. Ich glaube, da war ich schon mal. Ja, von da bin ich gekommen. Genau. Oh, und da ist noch irgendwo ein Raum. Das ist echt verwirrend. Und dieser Raum bringt mich zu dir. Ach so, nee, hier waren wir schon. Dann haben wir die Kristallwesen damit freigeschaltet. Jetzt muss ich auf die zweite Etage runter. Und dann durchlaufen. Hierhin. Geschafft. Okay. Hier geht's auch rein. Und hier gibt es sogar noch was Schönes. Ja, dich. So nicht, mein Freund.
Funkeltitanit. Gelobt sei die Sonne. Ja, nee, Solaire ist tot. Das ist doof. Ein doofer Spruch jetzt. Pass auf, Hinterhalt. Ich finde die hier viel hinterhältiger. Lass das. Ich hasse das. Gut. Schalter, Schalter, Schalter. Truhe. Böse Truhe. Lauf. Nein, sie hat mich erwischt. Friss mich nicht, ich schmecke nicht. Trinken. Oh Gott, ich hasse Truhen, die mich angreifen natürlich nur. Symbol der Gier. Okay, da unten ist auch noch einer, machen wir gleich. Und da hinten war nichts mehr. Gut, jetzt müssen wir bloß noch auf die andere Seite und nach ganz unten. Dann haben wir alles durchgeschaut. Gott. Oh Gott. Verschwindet alle. Versinkt im Erdboden. Lasst mich in Ruhe. Hier ist nichts weiter. Und hier ist eine richtige Truhe. Funkeltitanit. Also wir finden jede Menge Funkeltitanit, das reicht mir aber nicht. Ich möchte gerne noch mehr finden. Und da ist schon wieder so ein Kreis. Die tauchen immer auf und verschwinden wieder, das ist echt komisch. Gibt's hier irgendwo einen Schalter, den wir umlegen können, damit der Fahrstuhl wiederkommt? Das sieht so aus wie ein Schalter, ne? Da drüben? Nee, das sieht nur so aus. Das ist keiner. Hoffe ich. Wir gucken mal. Ich gehe mal runter. Und guck den dabei an. Doch, das sieht aus wie einer. Das muss einer sein. Ja! Da unten ist noch ein Zauberer, mit dem muss ich mich nicht abgeben. Gut. Ansonsten, es kann natürlich unten auch noch was sein, aber da muss ich dann auf gut Glück irgendwann mal wieder reinschauen. Wir fahren jetzt erstmal nach oben. Denn als wir damals gestorben sind dort oben, haben wir im Gefängnis gesteckt und ich habe keinen Bock, wieder ins Gefängnis zu geraten. Diesmal werden wir es ja wohl schaffen. Hier ist wieder die Kanzel. Und los geht's. Pass auf, zäher Feind. Ja, den habe ich ja getötet, ne? Das war ja irgendwie so ein Kleri oder sowas in der Art. Und dann kam oben Seth, der Schuppenlose, den wir ja besiegt haben. Das heißt, der Raum oben ist ja frei. Achtung, Tod. Nicht wirklich. Jetzt ist hier eine Truhe. Eine Truhe für den ganzen Raum? Zauberglut. Ah, okay. Hat sich doch noch gelohnt, hier vorbeizuschauen. Und das Ganze ist wieder ein riesiger Raum mit Treppen. Die wir sogar hier hoch können. Oh, geil. Bedeutender Held. Eine Seele des bedeutenden Helden. Es hat sich definitiv gelohnt, hier nochmal reinzuschauen. Hammer! Das sind bestimmt so um die 15.000, wenn nicht sogar 20.000 Seelen.
Gut, ich glaube, wir haben jetzt den Raum einmal umrundet. Kann das sein? Wir laufen die Runde nochmal. Also nicht die komplette... Nee, hier. Hier war das. Dann gehen wir wieder runter. Okay, mehr ist hier auch nicht. Nur noch Kristalle und dann war's das. Puh, dann sind wir also durch. Wir haben es geschafft. Wir haben das Archiv komplett geplündert. Nein, haben wir nicht. Wie kommt man ins Gefängnis? Uns fehlt immer noch ein Schlüssel. Wo kriege ich den Schlüssel her? Ist der manchmal hier irgendwo versteckt? Nee. Egal. Obwohl, nee, wir fahren mal mit dem Fahrstuhl. Dann können wir uns unten nochmal umsehen. Das ist optimal. Da wartet nicht der Tod. Wir haben ihn überlebt. Und deswegen ist es auch wichtig, Seth unten zu machen, in diesem Kristallraum, weil er dort seinen Lebenskristall hatte. Ohne den Lebenskristall zu zerstören, kann man Seth nicht schaden. Er heilt sich immer wieder hoch. Also es würde auch nichts bringen, mit Fernwaffen auf ihn zu schießen. Ja, das war's hier. Sehr gut. Jetzt ist nur noch der Raum ganz unten. Eventuell finden wir hier den Schlüssel. Halte ich lieber nochmal. Denn da vorne ist der Zauberer. Und der wird nicht angenehm. Ich glaube, das möchte er auch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Gut, hier ist er nicht. Ach, shit. Wollte ich gar nicht. Halt, da war er eben. Der hängt irgendwo anders rum. Geschafft. Trinken. Zauberer suchen. Da ist er. Hoch da. Geschafft. Okay, 40.000 Seelen. Da ist noch einer. Und da ist Loot. Hoffentlich mit dem Schlüssel. Seele eines Ritters. Naja, auch schön. Man kann hier nirgendwo hinter den Bücherregalen verschwinden, so wie bei dem anderen.